ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Robocop Rogue City. Ihr hört, wir haben wieder Musik. Ich hatte mal wieder dieses Speicherproblem. Musste jetzt nochmal kurz, ich bin nochmal ganz kurz die Wege abgelaufen, wie beim letzten Mal. Hatte nochmal kurz die Schießerei hier hinten mit den Motorrädern. Es war aber sonst nichts anderes passiert. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts an Beweisen oder so übersehen. Aber dachte mir jetzt, ne, ich lasse einfach mal die Musik laufen. Also bis jetzt gibt es ja nicht irgendwo die Aufgabe, dass wir die ausschalten müssen. Wir lassen einfach mal ein bisschen Musik. Und gehen jetzt mal weiter. Weil ich glaube, es wird actionreich. Ist ganz schön, wenn hier mal ein bisschen Musik ist und nicht immer nur ich reden muss. Also ich rede gerne, ne? So ist nicht, aber. Ja, da müssen wir rein. Okay, dann gehen wir da jetzt noch nicht hin natürlich. Das. Gut. Sind dort hoch. Das kann ich, glaube ich, bestimmt. Ja, das kann ich wieder bloß greifen und werfen. Hier war gerade kein Grund zu. Können wir mal reingehen? Gibt's Heilung? So viel Heilung hat bis jetzt gerade noch nicht gefehlt. Aber. Das kann gerade. Es wäre jetzt. Polizeisirene. Aber ich glaube, das ist im Lied. Ich gehe mal hier rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Weg ist, den ich gehen muss. Das könnte aber sein, oder? Weil es oben vielleicht. Oh, hier geht es nicht weiter. Weil es oben nicht reingeht oder so, aber doch nicht. Hier kann ich nicht hoch. Gut. Dann gehen wir jetzt dahin, wo wir hingehen sollen. Also ich muss schon sagen, ich vermisse Louis ein bisschen. Ich hätte sie gern bei mir. Aber wir haben halt jetzt Washington, also Ulysses, an unserer Seite. Beziehungsweise ja auch nicht. Er hat uns ja einfach fahren lassen. Er hätte ja auch mitkommen können. Oder? Ich glaube, also ich finde, er hätte mitkommen können. Look out! It's Robocop! Ich habe hier keine Deckung. Aber die haben vielleicht nicht so unbedingt so viele Granaten jedes Mal. Wow! Die hat ein bisschen mehr geschluckt. Ich hätte den Hammer vielleicht in der Hand lassen sollen. Ich habe immer Schiss, dass hinter mir plötzlich jemand auftaucht. Wobei ich mittlerweile eigentlich nicht mehr denke, dass das in diesem Spiel passiert. Sonst hätte das schon viel früher passieren müssen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, oder wie? Wie heißt das? Get cover! Die haben auch Granaten. Natürlich haben die auch Granaten. Vielleicht sollte ich auch meine Spezialfähigkeiten irgendwann mal einsetzen. Also, vielleicht
Ist ja nicht schlecht, sie zu haben, ne? Schritt weiter gegangen. Ist wieder alles voller Gegner auf dem Navi oben. Boah. War nicht mal so wenige. Kommt jetzt raus, wenn ich hier hintergehe? Es lohnt sich. So. Und ich alle meine Heildinger aufladen. Bedeutet, ich werde die gebrauchen, oder? Da hinten warten sie alle auf mich. Frisch Fleisch. Stahl, meine ich. How the hell is he still alive? Das frage ich mich auch. Oh ja. Oh, Granate. Mal dieses. Mach mal. Ich drücke jetzt mal C. Mal sehen, was passiert. Ja, das. Ich habe jetzt ein Schutzschild. ...80% weniger Schaden hatte ich jetzt kurz. Ja gut, das können wir eigentlich öfter mal einsetzen. Der Cooldown ist gar nicht so groß. Ich warte kurz, bis mein Schild wieder da ist. Okay. Ich habe die Granate getroffen, das war gut. Okay, zwei sind noch. Irgendwo da hinten. Hinter der nächsten Kreuzung. Wartet mal. Auf das hier noch. Das sind wir noch, solange wir hier sind. So. Kommt heraus. Ich muss ja immer noch, ja, Diebesgut sammeln. Ich glaube, irgendwas habe ich übrigens übersehen. Ich glaube, ich hatte vorhin schon 775. Als wir draußen standen vor dem Haus, hatte ich nur 350. Irgendwas habe ich jetzt übersehen, wo ich jetzt halt nochmal das letzte Stück laufen musste. Also, ich musste alles nochmal machen, nachdem wir das Polizeiauto von Briggs gescannt hatten. So, dass ihr das einschätzen könnt, wie viel ich jetzt nochmal machen musste. Ist dort irgendwo. Noch einer. Oh, noch vier. Gut. Ich weiß halt nicht, was dort unten das X bedeutet. Also bei der Muni unten. Das fällt mir jetzt gerade erst wieder auf. Wenn ich jetzt X drücke, nicht, dass ich mir was kaputt mache. Ich hätte halt schon gern... Ich würde gern meine unendliche Muni behalten. Ne? So ist ja nicht.
hier können wir sie umrennen. Das ist halt Slow Motion. Ich überlege gerade, ob ich nochmal zurückgehe und nochmal Heilung hole. In der Kiste war doch noch Heilung. Wo immer da stand. Dass sie auf Maximum ist. Ein Typi ist hier noch. Frage ist von der Seite. Ne, es war noch gar nicht hier. Ich habe mich ein bisschen verlaufen, vielleicht. Hier. Steht hier um die Ecke. Kann das ausbauen? Das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, ich kann mich halt dann dort hinsetzen und das nutzen. Ich kann das ausbauen. Und dann? Wollen wir mal probieren? Oh, don't shoot. Entschuldigung. Aber dir konnte ja zum Glück nichts passieren. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nee. Keine Sorge, ich schieß nicht. I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No. Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Do not move until I return. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Die sahen richtig tough aus, die anderen. Okay. Ich denke, wir haben hier alles gelootet, was zu looten gab. Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony, proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. Wieso erlaubt er sich schon ein Urteil über uns? Der kennt uns doch gar nicht richtig. Der hat auch nur das gehört, was andere über uns gesagt haben. Okay, er hat mitbekommen, dass wir stur sind. That whole area is out of police jurisdiction. And according to the new policy, if we wanted to legally be there, we'd need to go through an OCP executive. And I'm sure you know what Becker's standpoint is. I do. I'm starting to understand why he hired me. You're a handful. Das habe ich nicht kommen sehen.
Aber ich bin froh, dass ich gerade die Waffe hier noch habe. Die ist nämlich ziemlich nice. Ehrlich zu sein. Aber ich habe bloß 100 Schuss. Da hinten ist irgendwo noch einer. Und hier. Der ist hinter dem zweiten Container, oder? Ganz ja cool, wenn wir Motorrad. Wenn wir mit dem Motorrad fahren könnten. Oh, die Waffe gefällt mir. Also immer wenn wir jetzt so eine Möglichkeit haben, da oben ist eine Kiste. Wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben, uns so eine Waffe zu besorgen, sollten wir das tun. Oh ja. Es wird aber nicht der letzte geblieben sein oder gewesen sein. Ich habe halt keinen Schuss mehr. Ah, möchte die Waffe behalten, bitte. Ich muss hier auch irgendwie hochkommen. Oben war nämlich die Kiste. Ah, wisst ihr, was ich an dem Spiel tatsächlich gerade sehr mag? Es ist sehr linear. Also ich kann mich zwar in den Gebieten hier echt gut umgucken. Und kann da auch viel machen. Oh, hier ist noch eine Truhe. Die habe ich tatsächlich jetzt wahrscheinlich vergessen einzusammeln. Oder ist es die, die wir schon hatten? Als ich neu geladen habe. Ja gut, aber die ist ja eingetragen, die können wir uns ja später noch holen. Wir können zwar die Gebiete hier erkunden, ne, aber grundsätzlich ist das Spiel sehr linear und ich kann mich nicht stundenlang verlaufen und nichts machen. So. Das finde ich sehr angenehm. Eine Leiter, die gehe ich jetzt mal hoch. Ich hoffe, zu der Truhe zu kommen. Ja, sieht gut aus. Eis. Hier waren wieder bloß solche Würfeldinger drinne für die Platine. Probieren wir uns jetzt halt mal ein bisschen durch. Oder ein bisschen Abwechslung hier reinkriegen. Ich weiß zwar nicht, ob Granatwerfer die beste Lösung ist. Die ist relativ ungenau. Ja, wir können ja zurückwechseln sonst auf unsere Waffe. On
Aren't you getting lonely, Knight in Shining Armor? Probably won't be. But no one's coming to help you. And why no one will? Is this no proving ground for heroes? Shenga. It's their cemetery. Wartet. Da ruft Verstärkung da oben, das ist natürlich super ätzend. Aber... Motorräder mit dabei. Ich weiß nicht, wie weit ich werfen kann. Motorrad. Das Gebiet ist aber noch nicht sauber. Sagt mir zumindest die Musik. Der die Verstärkung ruft. Und da hätten sie noch mehr. Das ist nicht der, der die Verstärkung ruft. Harry is mine.
Kann ich den Sicherungskasten nur einmal zum Heilen nutzen? Stimmt, oder? Weil ich mach den ja kaputt. Ja, der ist offen und kaputt. Schade. Hätte ihn jetzt auch noch ein zweites Mal benutzt. So ist ja nicht. Questmarker, würde ich sagen. Oh, nice. Cusack vs. Delta City. Bürgermeister Cusacks Kritiker sagen ironisch, dass er durchaus ehrgeizig ist. Nicht nur, dass er am Ruin von Detroit beteiligt war, jetzt will er auch noch eine Stadt zerstören, die noch gar nicht gebaut wurde. Die Rede ist natürlich von Delta City, dem Vorzeigeprojekt von OCP. Die sogenannte Stadt der Zukunft, in der es keine Armut und Gewalt mehr geben soll. Aber der Megakonzern hat Schwierigkeiten, diesen kühnen Plan umzusetzen und Bürgermeister Cusack ist eines der größten Hindernisse. Bevorstehenden Wahlen könnten die Situation jedoch drastisch verändern. Wäre die Stadtverwaltung OCP gegenüber wohlwollender eingestellt, hätten die Arbeiten an Delta City bereits beginnen können. Vorausgesetzt, Bürgermeister Cusack wird nicht wiedergewählt. Was hat es mit Cusacks Einwänden auf sich und ist Delta City wirklich die Zukunft von Detroit? Mehr auf Seite 4. Hier kommen wir ja noch höher. Und auch das lohnt sich. Nicht weiter. Springen ist nicht. Obwohl, ich habe auf Leertaste ja jetzt diese Spur. Den können wir auch mal testen. Ob ich damit vielleicht über so kleine Lücken spurten kann. Wo kommt der her? Ich habe doch gesagt, nicht von hinter mir. Absolut nicht in Ordnung und es wurde auf mich geschossen. Und wo? Ich habe keine Gegneranzeige. Von wo wurde geschossen? Vielleicht später noch hin, ich weiß nicht. Wann kommen wir da noch nicht rein? Ist aber auch nichts von Belang für uns. Okay. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle für heute hier einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Es geht auf jeden Fall actiongeladen weiter. Bin mir sicher. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Bye, bye.